Richard hatte, ohne zu zögern, nach dem erstbesten Gegenstand gegriffen und zugeschlagen. Jetzt konnte er nur hoffen, dass es nicht zu spät gewesen war. Er dachte an Marias tränenüberströmtes Gesicht und wusste plötzlich genau, was nun zu tun war. »Sehen wir zu, dass dieser Drecksack von unserem Hof verschwindet«, unterbrach Michael seine Gedanken. Richard nickte wortlos. Als sie den Schulz packten, um ihn auf den Wagen zu wuchten, stammelte er plötzlich: »Wollte nach dem Rechten sehen. Da sitzt sie auf einmal am Küchentisch, zieht ihren Rock hoch.« Richard sah seinen Vater hasserfüllt an und zischte drohend: »Halt dein Maul!« Winrich Radke begann zu schnaufen. »So redest du nicht mit mir!« Er fing an zu lallen. »Sie hat sich schwängern lassen. Ein Zigeuner. Ist wohl Beweis genug, dass sie eine dreckige Hure...« Bevor der Schulz seinen Satz vollenden konnte, hatte Richard bereits ausgeholt und ihm einen weiteren Schlag mit der Faust versetzt. Winrich sackte bewusstlos zusammen. »Ich werde dafür sorgen, dass er nie wieder auf deine Schwester losgeht«, sagte Richard. Sie schafften den noch immer bewusstlosen Schulz unter großen Anstrengungen erst auf den Wagen, dann nach Hause und anschließend in sein Bett. Richard verschloss die Tür sorgfältig von außen. Statt einer Antwort blickte Michael ihn sorgenvoll an. »Ich weiß genug über meinen Vater, um ihn dazu zu bringen, Elbing für immer zu verlassen«,